Für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Situation zurzeit nicht so ernst war, könnte man ja richtig schmunzeln über die Reden. Da ist man ja fast geneigt, als Linke der FDP zuzustimmen. Aber da habe ich immer so ein bisschen meine Vorsicht. Ich habe so ein bisschen meine Vorsicht bei Ihnen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Sie haben ja vollkommen recht, wir sind uns ja eigentlich einig, die Energiepreise sind viel zu hoch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das betrifft nicht nur den Strom, das betrifft Heizen, das betrifft Tanken, Sie haben es gesagt. Vielleicht müssen wir aber auch noch mal einen kurzen Einwurf machen, weil ja einige Vorschläge machen, wo man sich zurzeit auch die Augen reibt. Allein die Spekulation über Energieembargos haben diese Preise weiter angeheizt und werden sie weiter anheizen, wenn wir da nicht ein bisschen vernünftiger werden. Ich bin froh, dass die Bundesregierung an diesem Punkt eine klare Haltung hat. Auch da muss ich fast die FDP loben. Energieembargo bringen uns da nicht weiter, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben das in der Breite inzwischen eingesehen, weil ich oft ein bisschen schockiert bin über das, was alles so gesagt wurde. Ich brauche jetzt nicht über die einzelnen Preiserhöhungen reden, das wissen Sie alle selber. Aber bei der FDP möchte ich jetzt noch mal den Punkt schon sagen. Wir geben eine Menge Geld aus. 100 Milliarden für Rüstung, jetzt entlasten wir die Bürger vollkommen richtigerweise. Wo wollen Sie eigentlich das Geld hernehmen? Haben Sie eigentlich eine Gelddruckmaschine im Keller oder wie wollen Sie das machen? Wir müssen irgendwie dann schon mal zu dem Punkt kommen, dass Sie vielleicht auch die FDP darüber nachdenken müssen, dass wir diesem Land auch noch verdienen an der Krise, vielleicht ein bisschen zu den Finanzierungen herbeiziehen müssen, damit es auch aufgeht, was Sie da zurzeit ausgeben, meine Damen und Herren. Und im Übrigen, es ist ja nicht nur das, was sozusagen gegenwärtigerweise an Ursachen herangeführt wird. Beim Benzin ist es momentan die Tatsache, dass der Rohölpreis sinkt und trotzdem gehen die Preise nicht runter. Weil natürlich auch die Konzerne da momentan absahnen wie die Sau. Wenn man heute tankt, hat man ja den Eindruck, man hat eine Beteiligung bei Aral oder Shell erworben. Vielleicht müssen Sie da mal drüber nachdenken, wie Sie da abschöpfen. Und ich habe den Eindruck, die Grünen denken drüber nach, vielleicht auch die FDP. Würde mich freuen, wir haben mal was Neues von Ihnen. Meine Damen und Herren, der Vorschlag der Regierung, EEG-Umlage abzuschaffen, unterstützen wir, alles gut. Aber ich glaube auch, wir müssen darüber nachdenken, ob diese Maßnahmen ausreichen. Insbesondere sozial Schwächere müssen besonders geschützt werden. Auch das ist ja gerade von der SPD. Sie haben ja das Wort Sozialpolitik in den Mund genommen. Ich habe gedacht, ich höre schlecht. Freut mich besonders bei der FDP. Also wir müssen nachdenken über Direktzahlungen an Haushalte. Wir müssen nachdenken über eine Senkung auch der Mehrwertsteuer auf Energie. Und wir müssen vor allen Dingen über eine Strompreisaufsicht nachdenken. Vielleicht merkt es auch die FDP, weil der Markt offensichtlich dort zu Auswüchsen führt, die dazu führt, dass der Bürger sagt, das geht nicht mehr, das klappt nicht mehr und damit die ganze Energiewende in Verruf gerät. Wenn Sie das auch noch machen, dann freue ich mich noch mehr, Herr von der Weg. Danke fürs Zuhören.